Der Mini John Cooper Works ist die Rennversion des bayerischen Flitzers. Arden heizt dem Rennzwerg ordentlich ein und macht daraus den Arden Mini AM3. Der 1,6-Liter-Motor hat von Haus aus schon 211 PS. Die Krefelder legen eine ordentliche Schippe drauf und holen aus dem Aggregat knapp 250 PS raus. Das Drehmoment liegt bei 340 Newtonmeter. Der Mini John Cooper Works bekommt einen Arden-Ladeluftkühler und eine komplett neue Edelstahl-Auspuffanlage verpasst. Ein Edelstahl-Gitterset gibt dem Mini vorne eine noch sportlichere Optik. Das von H&R produzierte Fahrwerk holt den AM3 30 mm tiefer auf den Boden. Ein Heckdiffusor sorgt hinten für ordentlich Anpressdruck. Der Arden Mini AM3 steht auf 18 Zoll großen Mini-Challenge-Rädern. Die Anbauteile wurden extra in Wagenfarbe lackiert. Ein schickes British Racing Green Metallic. Im Inneren bekommt der Mini noch etliche Arden-Accessoires spendiert. Schaltknauf, Einstiegsleisten, Pedalsatz. Der Motor entwickelt einen unglaublich tiefen, röhrenden Sound und verleiht den extra PS des AM3 akustisch nochmal mächtig Gehör. Auf längeren Fahrten erweist sich der Lautstärkepegel allerdings als weniger angenehm. Doch für den kurzen Sprint ist der Arden Mini AM3 bestens geeignet. In 5,9 Sekunden spurtet er von 0 auf Tempo 100. Der Topspeed steigt gegenüber dem serienmäßigen John Cooper Works um 10 km/h auf knapp 250 Sachen. Das Basisfahrzeug kostet 27.500 Euro. Für die Leistungssteigerung veranschlagt Arden knapp 5.900 Euro. Komplett muss man für Deutschlands schnellsten Straßenmini 40.730 Euro auf den Tisch legen.